Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zum zweiten Teil unseres Esszimmer-Makeovers. Ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich mich auf diesen Tag freue. Wir werden uns heute um so viele schöne Dinge kümmern. Wir haben ein paar DIYs, zwei an der Zahl, die, glaube ich, richtig cool werden. Noch ein paar Hacks, ein paar Tipps, sehr viel Deko. Wir werden ein bisschen neues Leben in den Raum einhauchen. Ich wollte ja, dass der Raum so ein bisschen gemütlicher und wärmer wird, weil wir uns einfach wahnsinnig viel in diesem Zimmer aufhalten. Nicht nur, weil wir da drin arbeiten. David und ich arbeiten ja beide von zu Hause, sondern auch, weil wir hier natürlich mit den Kindern das ganze Leben stattfinden lassen. Also hier werden alle Mahlzeiten eingenommen. Wenn wir Besuch haben, sitzen wir mit unseren Freunden immer im Esszimmer. Also es ist wirklich der Raum in der Wohnung, den wir am allermeisten nutzen, aber dem wir irgendwie zwar schon ein bisschen Liebe gezeigt haben, aber noch nicht so richtig herausgefunden hatten, was wir mit dem Raum überhaupt möchten, was für Gefühle der in uns wachrütteln soll. Das ist immer sowas, was ich euch gerne als Tipp mitgeben kann. Wenn ihr ein Zimmer habt und nicht genau wisst, wo ihr dahin wollt, in welche Richtung das gehen soll. Überlegt euch, wie ihr euch fühlen möchtet, wenn ihr da drin seid. Und genau daran haben wir ja letzte Woche schon mal angefangen zu arbeiten. Also falls ihr das nicht gesehen habt, guckt gerne mal in dem ersten Teil von dem Video vorbei. Heute, wie gesagt, geht es nur noch so um die Feinheiten. Ich zeige euch noch ein paar Möbel, die wir haben, die dann noch nicht stehen. Und wir kümmern uns heute um eine Ecke, die wir bis jetzt wirklich noch nicht berührt haben. Und zwar die Ecke um unseren Kamin. Den haben wir uns ja jetzt genau vor ungefähr einem Jahr, also im letzten Winter, einbauen lassen und haben da noch gar nichts gemacht. Also keine Sitzmöglichkeit. Keine Möglichkeit, um irgendwie Holz zu lagern. Keine Deko. Das ist einfach noch sehr kahl und trist. Und genau das alles machen wir heute. Wenn ihr den ersten Teil vom Video gesehen habt, dann kennt ihr das da schon. Eine neue Lampe und auch so ein bisschen das Layout vom Raum. Also wir haben ja hier unseren riesengroßen Esstisch mit dem Teppich. Das bleibt auch alles so. Wir haben hier unser riesengroßes, wunderschönes Fenster, das jetzt auch im Winter sehr gut ist, auch wenn nicht so viel Licht reinkommt. Aber es macht den Raum ein bisschen heller. Wir haben ein bisschen mehr Wärme geschaffen mit der Deckenfarbe, aber das hier alles ist noch komplett kahl. Man hört auch hier drin Halt so ein wenig. Also das ist vielleicht für euch gar nicht so erkenntlich, aber der Raum ist wirklich riesengroß. Auf der anderen Seite haben wir jetzt hier unser selbstgebautes Regal. Das haben wir auch mit euch zusammen schon mal gemacht. Und hier an der anderen Wand stehen jetzt auch Dinge, die da eigentlich nicht unbedingt hin sollen. Der Baum war ja erst in der gegenüberliegenden Ecke. Wir haben jetzt hier unser Sideboard hingestellt, passend zwischen die zwei Türen. Also das ist eigentlich alles gut so. Weniger gut ist aber natürlich hier die komplette Seite. Also wir haben hier keine Sitzmöglichkeit vor dem Kamin. Das ist hier auch einfach alles noch sehr trist und kahl. Ihr seht schon, da stehen ein paar Holzbretter. Mit denen haben wir mehrere DIYs vor. Werde ich euch gleich noch was dazu sagen. Ich habe hier jetzt mal provisorisch ein Bild von mir hingehängt. Aber diese Ecke hier hinten ist noch sehr leer und da haben wir auch noch eine coole Deko-Idee. Heute kümmern David und ich uns aber als allererstes mal um die ein bisschen aufwendigeren Bauprozesse. Und zwar haben wir geplant, hier an diese große kahle Wand neben dem Kachelofen ein Regal zu bauen. Wir haben das tatsächlich schon mal probiert. Das ist so ein bisschen in die Hose gegangen. Nicht, weil wir es nicht hingekriegt hätten, ein Regal zu bauen, aber wir haben Holz benutzt, was furniert war, was uns am Ende dann aber nicht so gut gefallen hat. Ihr wisst, wir sind einfach große Fans von Naturmaterialien, also echten Hölzern, Stein, solchen Dingen. Also das furnierte Holz hat uns leider nicht so gut gefallen und die Proportionen vom Regal sind auch nicht ganz so geworden, wie wir uns das erhofft hatten, aber ihr könnt gerne mal selber einen Blick reinwerfen, wie so der erste Versuch gelaufen ist. Was wir vorhaben. Ich habe die Idee online gesehen und dachte, das wäre einfach ein schönes Element, um hier nochmal so ein bisschen Deko reinzubringen. Wir brauchen eigentlich nicht großartigen Stauraum hier drin. Wir haben nämlich tatsächlich unsere Arbeitsmaterialien ausgelagert. Also wir haben uns woanders noch eine Möglichkeit geschaffen, um Papiere, Dokumente, Drucker etc. zu lagern. Also auch wenn wir hier drin meistens sitzen und arbeiten, sind die Sachen woanders. Ich habe ja hier das eine Sideboard, das schwarze, was ihr gesehen habt, mit meinem schönen Geschirr drin. Das heißt, wir brauchen hier an der Wand nichts mehr, wo wir irgendwelche Dinge drin lagern können, sondern können uns wirklich darauf konzentrieren, schöne Sachen hinzustellen. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir machen das Ganze mit Echtholz, nämlich Eichenholz, und haben uns ausgedacht, aus diesen langen Zierleisten hier, es sind einfach so schmale Hölzer,
und solchen Bilderleisten hier, die kennt ihr vielleicht, eben ein Regal zu bauen. Das war tatsächlich die günstigste und einfachste Variante. Also wir haben jetzt quasi diese Bilderleisten, die ja auch schon so eine Lippe haben, heißt, wenn man da was draufstellt, rutscht auch nichts weg, ist optimal. Und das ist halt echt Holz, ne? Findet man in Deutschland tatsächlich sehr schwierig. Also wir sind auch auf die Suche gegangen nach langen Eichenholzbrettern, aber erstens sind die unwahrscheinlich teuer oder haben eine unwahrscheinlich lange Lieferzeit. So viel Geduld habe ich nicht. Ich habe am Freitag hier meine Mädels zum Essen, da hätte ich das gerne fertig. Deswegen machen wir das jetzt mit dieser Variante und werden uns da quasi einfach, anstatt die einfach nur so an die Wand zu hängen, eine Art kleines Regal daraus selbst bauen. Und ich würde sagen, damit legen wir jetzt direkt mal als allererstes los. Eigentlich hätte ich jetzt viel gerne lieber hier so ein Feuerchen an und würde hier wirklich mit dir auf irgendwas sitzen. Aber wir bauen jetzt, und zwar fängt der David jetzt damit an, diese Leisten, die ich euch gerade gezeigt habe, zu sägen. Ja, wenn du mich rufst, warum komme ich überhaupt hier runter? Ich weiß doch, was mir blüht. Das war deine Idee, selber schuld. Also, das hier muss jetzt auf die Länge zugesägt werden, wie wir halt die Höhe von dem Regal haben möchten. Correct. Also, wie lang das an der Wand sein soll. Und was wir auch machen müssen, das habe ich euch noch nicht gezeigt, ist, ich habe ja gesagt, wir bauen das Regal aus diesen Bilderleisten. Weil wir wollen ja nicht nur eine von der Länge an der Wand, sondern wir wollen sie quasi doppelt nehmen. Aber die Dinger müssen auch irgendwie aneinander befestigt werden. Heißt, ich dachte, es ist schlau, das musst du mir jetzt mal sagen, aber ich glaube schon, wenn wir kleine Stücke von dem übrigen Lappen nehmen und das dann hinten quasi dran schrauben, dann sind die miteinander verbunden. Ja. Und diese zwei Leisten, also diese Holzleisten, kommen dann an den Außenseiten dran und dadurch bohren wir in die Wand. Ich finde das eine sehr gute Idee, vor allem ist es eine gute Wiederverwertung von Holzresten. Das stimmt. Mir fällt gerade auf, du bist das erste Mal an einer Aufnahme größer als ich. Das liegt aber nur daran, weil ich auf meinem Hintern sitze und du ungefähr auf den Knien. Ja, du hast einen längeren Oberkörper wie ich, ne? Also wenn ich mich auf die Knie setzen würde, würde das Ganze so aussehen. Tja, jetzt ist wieder original. Okay. Also, Leisten sind im Moment auf jeden Fall zu lang. Also ich denke, 2,40 Meter lang. Die Höhe finde ich eigentlich schon gar nicht verkehrt, aber wir müssen sie unten abschneiden. Beziehungsweise wir schneiden sie unten ab, aber drehen sie dann um, dass man die Schnittkante unten nicht sieht, sondern oben, weil keiner ist so groß, dass er da oben drauf gucken kann, außer nur, wenn du noch weiter wächst. Jetzt ist nur die Frage, wie weit runter wollen wir gehen? Für euch zur Info, hier kommt noch ein Sessel hin. Ist es dann schlau, das quasi überhalb dem Sessel enden zu lassen oder ein Stückchen, das sich überschneidet? Das können wir ja nachher beurteilen, wenn wir dann letztendlich den Sessel holen und ihn hinstellen und dann das Regal schon fertig gebaut haben. Also wir machen die da dran. Genau, in einem Abstand von 30 cm also zueinander. Ungefähr so. Genau. Und dann noch eine Reihe. Und dann noch eine Reihe und dann oben und unten auch jeweils 30 cm. Verstehe. Also müssen wir jetzt 30, 30, 30, 30, 30. So oft haben wir es dann. Korrekt. 1, 2, 3, 4, 5 mal 30 sind? 1,50 Meter, schätze ich. Okay. Jetzt haben wir es. Wer rechnet auch immer mit Fingern? Ich konnte es mir nie abgewöhnen. Ich rechne immer so. Okay, wir haben off-camera noch kurz besprochen, dass 30 cm Abstand doch zu wenig ist. 40 cm. Es sind 40. Also 40, 40, 40. Und oben und unten dann trotzdem auch 40 oder 30? Ja, machen wir erstmal 40, weil 10 cm können wir immer noch mal abschneiden. Er liebt mich. Wirklich. Auch wenn ich mich ständig umentscheide. Ich verspreche es. Er macht das alles wirklich gerne. Unsere drei kleinen Holzstückchen sind fertig. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, welche von den Bilderleisten ungefähr zusammenpassen, weil natürlich Echtholz, das ist alles nicht aus einem Stück gemacht. Heißt, die Maserungen sind unterschiedlich, die Farben sind ein bisschen unterschiedlich. Und wir wollen ja von vorne eigentlich eine gleiche Kante haben, aber ich habe gerade schon festgestellt, dass es ein bisschen schwierig wird. Deswegen gucke ich jetzt mal, dass ich das so einigermaßen passend bekomme. Und dann verbinden wir mit diesen kleinen Holzteilen von hinten die beiden Regalböden miteinander. Es
sind nur ein paar Stunden vergangen, seitdem ihr gesehen habt, dass uns beim Zusammenschrauben diese kleinen Holzstücke, die wir gesägt haben, einfach auseinandergebrochen sind. Das Eichenholz läuft ja mit einer gewissen Maserung und immer wenn wir reingeschraubt haben, ist quasi die Maserung gesprungen, hat also mit den kleinen Stücken Holz nicht funktioniert. Aber der David hatte eigentlich auch eine optisch schönere Lösung jetzt, und zwar werden wir einfach komplett lange Bretter hinter die Regalböden anbringen. Dann sieht das so aus. Dann haben wir nämlich mehr Fläche zum Befestigen, zum Schrauben. Da wird auch nicht so einfach was springen, weil man eben eine längere Fläche hat. Und da befestigen wir jetzt die zwei Regalböden dran und dann bauen wir das Ding endlich zusammen. So sehen die befestigten Bretter jetzt aus. Also wir haben jetzt quasi hinten dran eine lange Leiste gelegt. Die könnt ihr hier von oben so ein bisschen erkennen. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich auch, warum wir hier so einen Spalt dazwischen gelassen haben. Das ist Absicht, denn die Maserung ist ja nicht immer gleich und die Farbe ist auch so ein bisschen unterschiedlich bei Naturholz. Und damit das einfach nicht auffällt optisch, haben wir uns gedacht, wir lassen einfach noch so einen kleinen dekorativen Schlitz zwischen den Brettern. Und die drei sind jetzt hier fertig. Das heißt, wir können jetzt die Außenlatten noch befestigen. Das letzte Mal, als wir an genau diesem Punkt waren und das Regal, das wir schon mal gebaut haben, aufgestellt haben, waren wir noch voller Euphorie und dann hat es uns gar nicht gefallen. Also bin ich sehr gespannt, wie das jetzt bei dem hier laufen wird. Das ist alles zusammengeschraubt. Wir heben es jetzt mal hoch und halten es dran und hoffen das Beste. Hoch und dann gehen. Es ist stabil, es ist schön, es gefällt uns. Es sieht einfach gleich ganz anders aus, wenn man mit echtem Holz arbeitet. Also ich finde auch den Farbton einfach super schön, passt perfekt zu unserem Esstisch. Ich zeige euch jetzt mal gleich, wie es aussieht an der Wand. Aber das hier ist natürlich auch noch super nackig, ne? Da ist gar keine Deko drauf. So sieht es jetzt im Moment aus. Also ich finde, es ist echt richtig cool geworden. Ich mag auch gerne die kleinen Details, wie hier dieses Spaltmaß in der Mitte dazwischen. Das finde ich eigentlich echt ganz süß. Und es ist einfach ein bisschen filigraner als das, was wir das letzte Mal gemacht haben. Und ich weiß, dass ihr bestimmt neugierig seid und wissen möchtet, wo wir das überhaupt her hatten. Diese Regalbretter zum Beispiel. Und natürlich auch die Deko, die jetzt da oben drauf kommt. Und zwar waren die Bilderleisten von Desenio. Und ich habe mir natürlich auch noch ein paar richtig schöne Bilder und Prints ausgesucht, die ich jetzt zum Dekorieren benutze. Ich habe hier natürlich auch schon welche vorbereitet. Wir bleiben ganz klassisch und dezent mit ein bisschen Farbe. Ich habe hier dieses super schöne Poster mit den grünen Details mir rausgesucht und auch hier ein Leinwandbild von Desenio. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe einen mega Rabattcode für euch bekommen. Und zwar darf ich euch heute unglaubliche 55% Rabatt auf die Poster geben. Also die Prints, die ihr euch aussuchen könnt, da könnt ihr 55% drauf sparen. Das ist wirklich ein mega gutes Angebot. Und auch noch könnt ihr, wenn ihr möchtet, 10% auf die Rahmen sparen. Ich habe immer alle unsere Bilderrahmen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel schwarze Metallrahmen oder eben hier auch Holzrahmen. Gibt es in allen möglichen Farben. Helles Holz, dunkles Holz, weiße Rahmen, schwarze Rahmen, goldene Rahmen. Da könnt ihr, wie gesagt, auch nochmal 10% drauf sparen, wenn ihr das möchtet. Und ich werde jetzt dann gleich mal gucken, wo ich die hier im Regal reinstelle. Ich habe auch noch ein paar andere Kleinigkeiten rausgesucht. Ich glaube, ich werde schon so ein bisschen weihnachtlich dekorieren. Ich meine, es sind nur noch 5 Wochen oder so. Deswegen, so ein paar Kleinigkeiten kommen auch schon mit rein. Und ich freue mich sehr, das Ganze dann nochmal in Action zu sehen. Thank you.
Regal ist fertig eingeräumt, aber das ist natürlich auch noch nicht alles, was jetzt hier in Eck Platz finden soll. Wir haben ja hier am Boden noch eine große kahle Stelle und auch dafür haben wir uns was überlegt. Der David und ich haben schon vor längerer Zeit einen Sessel besorgt, der da aber natürlich noch nicht steht, den ich euch jetzt auch gleich mal noch zeigen möchte. Und was da natürlich auch noch hin muss, ist wieder ein bisschen indirekte Beleuchtung. Das ist ja auch so ein bisschen das Thema des Zimmers. Wir wollen es hier ein bisschen wärmer, gemütlicher, mehr indirekte Beleuchtung, dass wir, wenn wir hier abends mit unseren Freunden sitzen, nicht die großen Deckenlichter anmachen müssen. Wobei, wenn ihr das letzte Video gesehen habt, wisst ihr, die sind jetzt auch gemütlich. Aber wir möchten einfach schauen, dass wir mehrere kleine Möglichkeiten haben, um Lichterquellen zu machen. Und das passiert hier in der Kunden auch. Dann wollen der David und ich noch einen Beistelltisch bauen. Dafür haben wir diese wunderschönen, echten, dicken Eichenholzbretter, die ein bisschen ähnlich zu unserem Tisch sind. Und daraus werden wir einen Beistelltisch bauen. Da kommt dann eine Lampe drauf. Dann haben wir da ein bisschen die Möglichkeit, wenn man am Kamin sitzt, auch noch vielleicht eine Tasse Tee oder sowas abzustellen. Das soll nämlich genau hier in die Ecke kommen. Da haben wir auch eine Steckdose, sehr praktisch für eine Lampe. Und wie gesagt, hier kommt dann noch ein Sessel hin und dann haben wir hier genügend Platz, um uns da einen gemütlichen Abend am Feuer zu machen. Nicht glauben, nach über einem Jahr, wo das Ding hier eingebaut ist, kann man sich endlich hier hinsetzen und das Feuerchen genießen. Ich finde auch, das hier ist perfekt geworden. Das macht das Ganze einfach nochmal so ein bisschen, eigentlich wie einen eigenen Raum. Ich habe hier noch eine kleine Pflanze hingestellt, so ein bisschen als Raumtrenner zum Esstisch. Und es ist jetzt richtig schön cozy hier. Wir haben ja unseren Tisch fertig gebaut. Das hat mega gut geklappt. Eine kleine Beleuchtung noch da in die Ecke und jetzt ist das hier fertig. Aber eine Ecke fehlt noch in dem Zimmer. Und zwar neben dem Fenster, habt ihr vorhin schon gesehen, da ist noch eine kahle Stelle. Da stand ja vorher unser großer Baum, aber in der Ecke wollen wir unbedingt auch noch irgendeine Möglichkeit haben, indirekt zu beleuchten und ein bisschen was anderes machen, außer einen riesengroßen, massiven Baum. Und da hatte der David eine ziemlich coole Idee, die zeige ich euch jetzt mal. Die letzte leere Ecke des Raumes hat, wie gesagt, der David sich was überlegt. Er steht total auf so ein bisschen was Statisches, Skulpturen, solche Dinge. Und ich fand das eine richtig schöne Idee hier für die Ecke. Allerdings wollten wir beide nicht einfach, keine Ahnung, irgendein Kunstobjekt oder so da hinten hinstellen, sondern uns hat beiden schon sehr, sehr lange die Idee von einem Piedestal sehr gut gefallen. Fragt sich jetzt vielleicht der ein oder andere, was das wieder sein soll. Ihr kennt mit Sicherheit alle diese viereckigen, hohen, langen Würfel, wo man Vasen draufstellen kann oder wie gesagt kleine Deko-Objekte oder Pflanzen, je nachdem, was man da drauf gerne hätte. Und der David hat tatsächlich etwas Günstigeres dazu gefunden, er holt es gerade schon. Die Dinger kosten nämlich unter Umständen echt einiges an Geld. Man kann die nämlich zum Beispiel in Echtholz kaufen oder natürlich auch aus Stein. Marmor zum Beispiel ist ganz hoch im Kurs bei den Teilen. Der David hat aber einen sogenannten Galeriesockel gefunden. Der ist, ich weiß gar nicht, was es ist. Ist das Pappe? Ja, also irgendwie so ein wiederverwertetes Holz auf jeden Fall. Also es sieht so ein bisschen aus wie so Presspappe, Spanpressholz, irgendwas. Ist aber auch völlig egal, denn das Ding hier war um einiges günstiger, wie wenn wir sowas aus Holz oder Stein oder so gekauft hätten. Ungefähr um die Hälfte von dem, was Piedestale auf anderen Anbieterseiten kosten. Genau, also wir haben jetzt ordentlich was gespart mit dem Ding und eigentlich, ich zeige euch das jetzt mal nah, weil das ja nur so eine Art Pappmaché oder so ist, aber natürlich in hart, dachten wir, dass wir das Ganze
entweder folieren mit so einer Marmorfolie oder mit einer Spachtelmasse irgendwie einstreichen, damit es aussieht wie Stein und dann eben in irgendeiner Farbe anmalen. Aber tatsächlich ist die Farbe hier hinten gar nicht mal so doof. Also wir haben beide das jetzt mal hier hingestellt und gesagt, hä, auch mit den Bildern, die ich male und einfach allgemein, auch mit dem Boden und dem Tisch und dem Teppich, das harmoniert irgendwie echt ganz schön, dass wir das jetzt für den Moment wohl einfach mal in der Optik lassen. Ihr könnt mir ja gern mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr da jetzt gemacht hättet. Wir stellen das jetzt hier in die Ecke und dekorieren das noch. Und dann haben wir die letzte Ecke im Esszimmer auch fertig. Fertig mit dem Esszimmer. Ich habe jetzt gerade noch die letzten Feinschliffe gemacht und noch ein bisschen die Kleinigkeiten gemacht. Ich habe zum Beispiel, weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, hier unten noch ein indirektes Licht dahinter gebaut. Und wir sind so happy mit dem Ergebnis. Ich freue mich wahnsinnig darauf, euch das jetzt zeigen zu können. Der Raum strahlt genau das aus, was wir möchten. Ein bisschen Leichtigkeit, Gemütlichkeit, Wärme. Wir fühlen uns so viel wohler hier drin. Es ist wirklich verrückt, was so ein paar kleine Handgriffe ausmachen. Und ich hoffe sehr, euch gefällt es genauso gut. Ich glaube, dieser Blick ist tatsächlich meine allerliebste Veränderung. Das ist einfach unglaublich, was so ein bisschen indirekte Beleuchtung und Farbe bewirken können. Also es ist einfach so schön warm und gemütlich und auch hier hinten die Ecke mit der indirekten Beleuchtung jetzt. Das wirkt, auch wenn es draußen dunkel ist, wirklich so, so schön. Und auf dem Piedestal haben wir uns jetzt für so ein bisschen Geäst entschieden. Da werde ich jetzt dann noch so ein paar weihnachtliche Ornamente dranhängen. Aber man könnte natürlich auch einfach irgendein Kunstobjekt draufstellen. Oder Blumen im Sommer. Also das ist, glaube ich, eine richtig süße Ecke zum Dekorieren. Und hier die Ecke bei unserem Kamin ist jetzt natürlich auch endlich einladend. Der David ist auch gestern Abend schon dort gesessen. Wir müssen nur unser Feuerholz nochmal auffüllen. Aber ja, da kann man jetzt einfach schön verweilen und die Wärme genießen. Und das wirkt auch durch die Pflanze und das Regal einfach ein bisschen mehr in sich geschlossen. Und so ein bisschen wie einfach ein eigener, behüteter Raum. Ich hoffe sehr, diese kleine Verwandlung hat euch gefallen und es hat euch Spaß gemacht, uns ein bisschen dabei zuzuschauen, wie wir hier frischen Wind reingebracht haben. Ihr denkt unbedingt noch an den Mega-Deal von Desenio. Die 55% auf die Poster und 10% auf Rahmen und personalisierte Poster. Also schaut da super gerne mal vorbei. Es ist auch eine ganz schöne Idee als Weihnachtsgeschenk. Es gibt zum Beispiel Sternzeichenbilder, wo man einen Print machen kann mit dem Sternzeichen von einer Person. Das habe ich auch in den Kinderzimmern hängen. Also ist mit Sicherheit was dabei, was euch gefallen könnte. Den Link findet ihr in der Infobox. Und ich hoffe sehr, wir sehen uns dann allerspätestens beim nächsten Video wieder. Tschüss!